Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute gibt es wieder ein Sandwich und zwar ein Big Mac Sandwich im Opti-Grill. Die Idee stammt von Benny von kontaktgrillrezepte.de. Danke Benny dafür. Ich habe es mal umgesetzt nach meinen Vorstellungen. Schaut es euch an. Ich hoffe, es gefällt euch. Alles, was wir für das Big Mac Sandwich brauchen, habe ich ja schon mal rausgelegt. Ihr seht die klassischen Sandwich-Zutaten. Und wir fangen mal an hier oben mit den drei Sandwich oder drei Toastbrot hier, die wir auf jeden Fall brauchen für das Sandwich. Dann seht ihr hier an festen Bestandteilen natürlich, wir brauchen ja für einen Burger auch einen Burger Patty, den machen wir hier selber. Hier habe ich gehacktes, reines Rinderhack, wie bei McDonald's auch. Und zwar 160 Gramm, also jeweils 80 Gramm, zwei Kugeln, die wir gleich formen werden. Dann brauchen wir ein bisschen Eisbergsalat. Wir brauchen hier Käse. Ich habe jetzt hier ein bisschen mehr Käse genommen, als auf dem Big Mac drauf ist, weil ich ein Käsefan bin. Und das wird ja auch ein Sandwich. Wir müssen es ja auch gleich im Sandwich Maker im Tefal Opti-Grill machen. Also ein bisschen mehr Käse als im Original und auch ein bisschen mehr Gurke als im Original hier, weil ich das ganz lecker finde. Das also hier die linke Seite, die festen Bestandteile, die wir für den eigentlichen Burger brauchen. Und dann auf der rechten Seite hier das große, große, große Geheimnis bis vor ein paar Jahren, die Zutaten für die legendäre Big Mac Soße. Und die sind tatsächlich übersichtlich, wenn man sich das hier anschaut, heute ja an vielen Stellen nachzulesen. Wir brauchen Mayonnaise hier für die Big Mac Soße, ganz normale, stinknormale Mayonnaise. Wir brauchen hier normalerweise Gurkenrelish, habe ich nicht gekriegt jetzt merkwürdigerweise, macht aber auch nichts. Machen wir uns selber hier, wir können auch kleingeschnittene Gurken nehmen. Und ich habe gesehen jetzt hier, es gibt sogar inzwischen wahrscheinlich in den meisten Supermärkten schon Burgergurken, also wusste ich gar nicht. Habe ich jetzt gesehen, habe ich heute mal genommen. Burgergurken sind ganz lecker, sind relativ süß. Also Gurken hier, genaue Angaben wie immer in der Infobox, so an festen Bestandteilen und dann kommt nach allgemeiner Erkenntnis heute an Gewürzen noch dazu hier Paprika. Edelsüß, also nicht die scharfe Variante, das ist ja eine ganz milde Soße. Dann hier Knoblauch, Granulat habe ich genommen. Dann habe ich hier Zwiebelpulver. Dann kommt Senf dazu, mittelscharf. Ein bisschen Essig für die Säure und ein ganz bisschen Pfeffer, Salz hier, je nach Geschmack. Und das war es auch schon. Dann haben wir auch die rechte Seite abgearbeitet. Ja, und legen wir mal los mit dem Big Mac Sandwich. Ja, wenn wir schon den Big Mac Sandwich machen wollen, dann müssen wir natürlich uns irgendwie orientieren am Big Mac. Also habe ich mal einen besorgt. Oben drauf seht ihr hier ist ein Bun. Oh, ziemlich trocken sonst hier so das Ding, ne? Dann kommt hier ein Patty. Ist jetzt auch nicht so viel. Dann seht ihr hier, haben wir hier wieder so einen halben Burger Bun oder eine mittlere Scheibe. Da ist ein bisschen Eisbergsalat drauf, ein bisschen von der Big Mac Soße, zwei kleine Gurkenscheiben. Dann haben wir hier wieder ein Patty, das Ganze hier ein bisschen verklebt, mit nur einer Scheibe Käse. Und dann befindet sich auf dem unteren Bun hier, auf dem Burgerbrötchen hier wieder ein bisschen von der Soße, ein bisschen Eisbergsalat. Ja, und dann umgekehrt eben die Scheibe Käse. So viel also zum Big Mac. Wir beginnen mit der Burgersoße, weil wir die erstes gleich brauchen, um die Toast auch zu bestreichen. Und dazu müssen wir einfach nur alle Zutaten jetzt mischen. Das ist wirklich easy, die Vorbereitung haben wir schon gemacht. Ich fange mal an hier mit der Mayonnaise. Und jetzt verrühren wir das Ganze. Ja, so ein bisschen Salz. Ich gebe noch mal so einen halben Teelöffel braunen Zucker dazu. Und dann soll es aber auch gewesen sein. So, bevor wir richtig zusammenbauen können, müssen wir natürlich zunächst mal unsere Patties machen. Und nun machen wir keine Runden. Ich habe jetzt zwar schon mal zweimal 80 Gramm reines Rind genommen, aber wir müssen die jetzt natürlich hier so ein bisschen auf unser Sandwich hier anpassen. Das machen wir jetzt auch. Das mache ich jetzt mit der Hand. Ich forme jetzt einfach ins Patty so, dass es
ungefähr die Größe hat wie der Toast hier. Jetzt können wir den Opti-Grill starten und versuchen, unsere Patties unfallfrei auf den Opti-Grill zu kriegen. So, Opti-Grill hat gepiept. Er ist soweit. Dann wollen wir mal zusehen, dass wir unsere Patties unfallfrei auf die Platte kriegen. Aha. Das geht doch besser als gedacht. Sehr schön. So, Patties sind drauf. Und dann grillen wir sie mal. So, und das reicht jetzt auch hier bei mir. Orange. Ja, das ist ja eine ganz dünne Scheibe, ein ganz dünnes Patty. Die ist natürlich durch. Na, ihr seht hier, das sieht schon richtig lecker aus. So, und ich mache es jetzt so, dass ich jetzt salze. Hinterher ein bisschen und Pfeffer. Und nicht zwischendurch, aber auch das ist eine Geschmacksfrage, das ist auch ist ja eine Glaubensfrage inzwischen wieder. Aber nicht so viel von beiden Seiten. Ja, man merkt also, das Fleisch ist wirklich noch weich, aber durch. Wir wollen ja auch nicht totbraten und auch nicht zu Tode würzen. So, das reicht. So, zunächst kommt auf alle drei Toast die legendäre Big Mac Soße und die ist jetzt mit dem einen Löffel Zucker, den ich jetzt dazu gegeben habe, wirklich sensationell. Also jetzt ist sie wirklich absolut perfekt. Also ich habe es im Rezept auch schon vermerkt. Unbedingt noch mal einen halben Teelöffel Zucker dazu geben. Sensationell. Und natürlich haben wir jetzt zu Hause die Chance, so viel Soße drauf zu geben, wie wir wollen. Denn auf dem richtigen Big Mac ist mir immer zu wenig drauf. Ich finde ihn immer zu trocken, obwohl er lecker ist, aber geht mehr. Jetzt belegen wir zwei der Scheiben mit Eisbergsalat. Bisschen zupfen, ein bisschen passend zupfen. Na, wir können jetzt hier ruhig auch ein bisschen mehr nehmen als wir sonst auf dem Burger machen würden, denn das Ganze geht ja nachher nochmal gleich in den Grill. Und da bleibt natürlich jetzt vom Salat sowieso nicht viel über. Deswegen mache ich jetzt auch ein bisschen mehr hier von dem Eisbergsalat. So, jetzt kommt bei mir Käse. Und auch hier nehme ich jetzt ein bisschen mehr Käse, als ursprünglich drauf ist. Zwei Scheiben hier. Und das mache ich auch hier. So, jetzt kommt das Patty drauf bei mir. So, und jetzt lege ich die Gurken drauf, so viel wie ich mag. Gucken, ob ich die alle unterbringe. Ja, das sieht doch nicht so schlecht aus. Ne, meine 8 Scheibchen. Und jetzt bauen wir unseren Burger, unser Sandwich zusammen. Jetzt kommt das hier oben drauf. Ja, und kommt eher so rum drauf. Ach ja, der sieht doch cool aus, oder? Geil. So. So, Optical hat sich gemeldet und ich habe ihn auch nicht groß sauber gemacht. Ich habe also nur ganz notdürftig hier ausgewischt, so ein bisschen, denn die Aromastoffe vom Fleisch können wir natürlich ruhig mitnehmen. Und dann wollen wir mal loslegen. So, der Optiker hat sich einmal gemeldet jetzt. Und ihr seht, das sieht schon gut aus hier. Lecker. Ich drehe ihn jetzt mal. Der Käse läuft schon so langsam. Aber ein bisschen kann er noch. Ist noch grün. Ah, ich denke, so bis orange. Jetzt haben wir noch grün hier. Gucken wir mal. So, ich habe jetzt bis kurz vor rot gemacht, also orange war schon und ich denke, das reicht. Ja, das sieht lecker aus. Ne? Ihr seht hier, der Käse fängt hier schon langsam an auszulaufen. Wir wollen hier auch nicht tot braten. Und durch ist ja sowieso alles. Ja, das sieht gut aus. Und ich denke,
dann lassen wir mal ein bisschen abkühlen und schneiden ihn an, um zu schauen, ob es geklappt hat. Ja, ich habe jetzt hier mein leckeres Big Mac Sandwich. Das riecht jedenfalls schon ganz wunderbar, muss man wirklich sagen. Oh, das ist ja so wie Pat und Patachon, ne? Klein und groß, lecker und noch leckerer. Ja, aber mal gucken, ne? Lecker aussehen tut er jedenfalls, das muss man echt sagen. Mal gucken, ob er auch schmeckt. Sensationell. Super lecker, super saftig. Etwas mehr Fleisch, etwas saftiger. Super. Mein Big Mac Sandwich hat geklappt. Sehr lecker. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert gerne meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.